Oh, ist das ein geiles Wetterchen. Da fehlt nur eins. Auf geht's! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Gameblamer. Wie die Einleitung vielleicht schon vermuten lässt, hat das heutige Review... Naja, ich brauche gar nicht lange drum rumreden, ihr könnt ja sowieso den Titel lesen, hat mit meinem Lieblingsspiel zu tun, und zwar Rock'n'Roll Racing. Ja, ich habe es für den Mega Drive erstanden. Und nicht nur das, sondern das wenig Bekannte, nein, das behalten wir uns noch ein wenig zurück. Als kleinen Bonus. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal direkt rein ins Retro-Review, in der ich auch direkt den Vergleich ziehe zwischen der Game Boy Advance, der Super Nintendo und der Mega Drive-Version. Ja, es gibt drei verschiedene Versionen zu drei verschiedenen Zeiten. Nein, aber egal. Ja, dann wünsche ich euch mal viel Spaß und wir starten mal los in die Spiele. Ja, als erstes fangen wir mit der SNES-Version an, die, da müsst ihr genau hinhören. Ja, die sich soundtechnisch sehr abhebt von den Mitkonkurrenten. Und zwar es ist eigentlich identisch, fast mit dem Game Boy Advanced. Und da setzt sich der Unterschied klar heraus. Von Super Nintendo zu Mega Drive. Der Mega Drive hatte den besseren Prozessor, aber dafür hat das SNES den besseren Sound. Und Olaf. Gut, ihr hört schon, die Musik ist richtig mitreißend. Jetzt kommt einmal die Game Boy Advance Version. Auch nicht schlecht. Musik auf dem Game Boy Advance ist etwas kratziger, aber trotzdem kann sie noch voll überzeugen, weil da einfach die Power hintersteckt. Und die GBA-Version hat natürlich auch Olaf. Das vermisse ich leider am Mega Drive und wie ihr gleich hören werdet, ich werde erstmal die Klappe halten, wenn der Mega Drive kommt. Natürlich leider der gute Sound, das werdet ihr gleich sehen. Und zwar geht der Mega Drive jetzt los. Ja, ich weiß, sehr enttäuschend. Ja, nee, das kann ich mir nicht antun. Ich schalte mal eben hier wieder um auf den SNES-Sound. Ah. Viel, viel besser. Okay, im Grunde unterscheiden sich Rock'n'Roll Racing Versionen Mega Drive, GBA, SNES am Anfang nicht. Nur dass bei Mega Drive Olaf fehlt und natürlich der Sound nicht so toll bei Mega Drive ist. Außerdem ist die Grafik etwas abgespeckt bei Mega Drive, aber nicht sehr. Also da gibt es Spiele, die einen weitaus größeren Unterschied haben, was spielerisch und grafikmäßig angeht. Ihr habt jetzt die Anfänge von allen drei Spielen gesehen, bis zur Autoauswahl. Und jetzt kommen mal zum Vergleich drei Rennen auf dem SNES, dann Game Boy Advance und Mega Drive, wie ihr jetzt hier seht. Und da tun sich die Spiele auch nicht viel, wobei ich dazu sagen muss, dass die SNES-Version mir früher am besten gefallen hat von allen. Die büßt allerdings durch den grafischen Vorteil, den Rock'n'Roll Racing auf dem SNES hat, an Geschwindigkeit ein. Das ist in meinen Augen die langsamste Version, da kommt nachher nochmal ein Vergleich, da lasse ich alle gleichzeitig nebeneinander laufen. Da ist SNES auf jeden Fall die langsamere Version. Jetzt kommt Game Boy Advance und Game Boy Advance kam ja weit nach der Super Nintendo Version. Und da sieht man schon, das ist schon eine ganze Ecke schneller. Muss man aber auch dazu sagen, dass die Game Boy Advance Version grafikmäßig nicht ganz an die Super Nintendo Version ranreicht. Das sieht man. Ist ein bisschen pixeliger, beziehungsweise den Hintergrund hat man wohl ein bisschen gespart. So, und jetzt kommt mal die Mega Drive Version zum Vergleich. The stage is set.
let the green flag drop. So, also die ist wirklich richtig flott. Wer seinen Hauptaugenpunkt setzt auf Geschwindigkeit bei dem Spiel, der sollte sich das Spiel auf jeden Fall auf dem Mega Drive holen. Wer auf schöne Grafik setzt, sollte sich die Super Nintendo-Version holen. Und wer es unterwegs spielen will, da bleibt ja nur Game Boy Advance. Jetzt kommt einmal der Vergleich, und zwar alle drei Systeme nebeneinander. Ihr merkt schon, ich nehme immer den Super Nintendo-Sound am liebsten bei sowas. Da sieht man schon, gut, Super Nintendo hat jetzt ein bisschen längere Ladezeit am Anfang, aber der Mega Drive, der zieht total ab. Der Game Boy Advance ganz, ganz knapp dahinter. Sieht jetzt nur ein bisschen hinterherhängend aus, weil ich da einen kurzen Fahrfehler am Anfang hatte. Und die Super Nintendo Version ist halt die langsamste. Aber wie gesagt, das ist in meinen Augen einfach die schönste Version von Rock'n'Roll Racing und da stehe ich auch zu. Einen Unterschied gibt es dann bei diesen beiden Versionen noch, und zwar beim Super Nintendo, wie ihr seht, sind die Geldpakete, die man zwischendurch einsammeln kann, gelb. Die rote Kreuzpakete sind gleich. Und jetzt kommt zum Vergleich noch die Mega Drive Version und da sind die Geldpakete grau, was in meinen Augen absolut gar keinen Sinn macht, das gewechselt zu haben. Aber nun gut. Und eigentlich geht es nur darum, Autos aufrüsten. Man kriegt Geld und damit kann man Autos aufrüsten, wie man hier sieht. Man kann den Motor aufrüsten, Schutz, Raketen, Minen, Jumpen, Räder und halt hauptsächlich Raketen und Laser. Raketen und Laser. Das ist wichtig. Ja, und wer hat sich das nicht schon mal im wahren Leben gewünscht, so einen Raketenwerfer an sein Auto zu bauen und diese dämlichen Staus einfach wegzublasen? Wer hat sich das nicht schon mal gewünscht? Leute, scheiß Stau, ich brauche Raketen. Puh. Ja, das kann man in Rock'n'Roll Racing total ausleben. Es gibt auch verschiedene Autos. Das erste Auto habt ihr schon gesehen, das ist das zweite Auto, das ist der Raketenwagen. Der hat dann auch ein paar Features, die man machen kann. Danach kommt der dritte Wagen, das ist der Battle Tank. Der ist auch total klasse, der ist auch fahrerisch viel besser. Ich glaube, der braucht da auch keine Reifen mehr. Gucken wir mal eben rein. Ja, da fallen die Reifen schon weg und jetzt kommt das absolute Mutterschiff, was ich am liebsten spiele, und zwar das Luftkissenboot. Das Luftkissenboot kommt erst beim vorletzten Planeten. Da kann man sich das erst kaufen, wenn man genug Kohle hat und ausrüsten. Und das ist wirklich Bombe, weil das hat da muss nicht mehr viel aufrüsten. Und es hat Minen, die auseinanderdriften. Es hat Raketenschüsse so. Und das ist der Planet 1. Es gibt insgesamt 6 Planeten. Das ist Planet 2. Viel ändert sich nicht eigentlich spielerisch. Das ist Planet 3. Das ist schon wieder so erdenmäßig. Da kommen mal ein paar Pfützen dazu und so. Planet 4. Das ist Planet 5. Der Eisplanet. Da tut sich spielerisch schon was wegen dem Eis. Und das ist 6. Und auf dem Planeten 6 erwartet einen nur halt wirklich schweres Racing. Und dann kommen wir auch zu meinem Lieblingswagen. Halt zu dem Luftkissenboot. Das werde ich euch jetzt zeigen, warum. Und zwar jetzt. Passt auf, schießen, 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 schießen. Und seht ihr meine, die fliegen irgendwo hin? Nein, sie fliegen nicht irgendwo hin. Sie suchen sich die Feinde selbst. Wie geil ist das? Man schießt und es sucht sich die Feinde selbst. Da muss man nicht viel machen. Ja, letztendlich in dieser schnellen Review bleibt zu sagen, egal für welches System ihr euch entscheidet, für welches System ihr euch Rock'n'Roll Racing holt, Rock'n'Roll Racing ist eine Investition, die man sich auf jeden Fall leisten sollte. Wenn man es irgendwo kriegen kann, sollte man zuschlagen. Das ist das geilste Spiel, das geilste Autorennspiel mit Ballern, was es jemals gab. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, wie spät es auch immer bei euch sein mag. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.